Konzentrationsmodus. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Okay. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Genau. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Huh? What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Ich finde heraus, wer es war. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Please? Seems like you're ready to delve into your mind, Palace Sherry. I'm sure you're making Hinweise I didn't take the diamond, I swear. Du hast genügend Hinweise gefunden, um Schlüssel... Was? Schlussfolgerung. Um zu Schlussfolgern. Öffne 10 die Fallmappe und navigiere zum Punkt Gedankenspiele. Im folgenden Bildschirm kannst du erhaltene Hinweise paarweise zusammensetzen und so Schlussfolgerungen herleiten. So, was haben wir denn hier jetzt? Die Aussage des Mediums. Das Medium Luca Galici hat keine Erklärung dafür, wie der Diamant verschwinden konnte. Seine Aussage zufolge beschwor er den Geist, welche danach auch erschien. Daraufhin fing Lady Craven an zu schreien und deutete über den Tisch hinweg. Die Lady fiel in Unmacht und die Seance wurde abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt wurde offenbar, dass der Diamant verschwunden war. Das ist aber auch nicht richtig übersetzt, ne, glaube ich. Zu diesem Zeitpunkt ist der Diamant verschwunden. Lord Craven wurde wütend und schlug Mr. Galaschi ins Gesicht. Er beschuldigte das Medium des Diebstahls. Das Medium wiederum machte den Geist für das Verschwinden des Diamants verantwortlich. Lord Cravens Aussage. Die Cravens suchten das Medium Luca Galici auf, um den Geist des führenden Besitzers des Diamanten zu beschwören, bei dem es sich um einen mittlerweile verstorbenen indischen König gehandelt haben soll. Während der Seance erschien der Geist und jagte Lady solch große Angst ein, dass sie in Unmacht unmächtig wurde. Danach war der Edelstein verschwunden. Lord Craven ist der Meinung, dass hier ein raffinierter Diebstahl vorliegt. Er verlangt, dass das Medium eingesperrt wird, damit es nicht fliehen kann. Ich konnte Lord Craven mit meinen logischen Folgerkünsten beeindrucken. Er glaubt, dass ich den Diamanten finden kann. Professor Craven, Lord Craven. Der Tatort des Diebstahls. In der Mitte des Seance-Zimmers findet sich ein Tisch, mit der Seance-Gabe erhalten wurde. Auf dem Tisch steht eine Schale, in der der Diamant platziert worden war. Am Platz unweit der Tür befindet sich ein halbleeres Whiskyglas und die Überreste einer Zigarre. Am Platz gegenüber dem Fenster liegt ein ungeschüttetes, kaputtes Weinglas. Der Stuhl wurde mit großer Wucht umgestoßen und Lady Craven ist nicht vollständig bei Bewusstsein, scheint aber unversehrt zu sein. Nachdem sie sich ausgeruht hat, dürfte ich mich mit ihr unterhalten können. Mutterliebe? Offensichtlich nahm die Seance eine unerwünschte Wendung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was genau vorgefallen ist, aber ein Geist war jedenfalls nicht für den Schlag in Lukas Galicis Gesicht verantwortlich. Vielleicht kann ja der Mann, der ihm geschlagen hat, Licht ins Dunkel bringen. So, Gedankenspiele.
Geist der Vergangenheit. Hier haben wir jetzt ein Ausrufezeichen. Okay, da kommen wahrscheinlich noch mehr. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Bei der Seance war Lady Cravens Platz am Tisch gegenüber dem Fenster, das zum Atrium zeigt. Mottenbrosche. Das Medium Luca Galici ist Besitzer einer Mottenbrosche mit einem Mottenmotiv. Lady Craven deutete über den Tisch. Lady Craven deutete über den Zionstisch auf etwas und begann zu schreien. Lord Craven schlug das Medium. Als Lord Craven den Diamantdiebstahl bemerkte, schlug er dem Medium Luca Galici ins Gesicht. Was kann ich jetzt hier machen? Schlussfolgerung mit Y. Kombiniere Hinweis um Schlussfolgerung. Ach so, ich kann das jetzt. Ach so. Ich würde sagen, das und das kann ich kombinieren. Augenzeuge im Atrium. Lady Craven deutete zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im Atrium sah. Fallmappe. Wie komme ich da wieder hin? Okay. Lady Craven muss jemanden draußen vor dem Fenster gesehen haben, da sie über den Tisch hinweg auf das Fenster zeigte. Ich bin mir sicher, dass sich während der Seance jemand im Atrium befand. Ein Zeuge oder ein Komplize? Ich sollte mich dort nach etwaigen Spuren umsehen. Gut, wir haben das Augensymbol. Was war das Symbol nochmal? Ich muss mal eben kurz gucken. Das mit dem Kompass, was war das nochmal für ein Symbol? Ort suchen. Heißt Ort suchen dann auch auf der Karte? Nee, das ist was anderes, ne? Okay. Kampf kommt auch noch, ach du Heiliger. Okay, das heißt also Ort suchen. Wir müssen den Ort suchen. Okay. Und wir müssen jetzt. An unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Das heißt also, sie hat hier gesessen. Hier. Und hat quasi da aufs Fenster gezeigt. Und der Stuhl ist umgefallen. Warum? Das wissen wir, glaube ich, noch nicht, ne? So, ich sollte mal nach Spuren suchen. Komme ich hier raus? Ja. Aha. Frischer Kratzer. Fenster. Was? Konnte ich so schnell gar nicht lesen. Oh. Aha. Das ist ein Absatz. Kann ich es mitnehmen? Oh, ich kann es aber nicht mitnehmen, ne? Scheint eine Frau zu sein. Glaube ich zumindest. Okay, ist glaube ich zu weit. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich denn in der Fallmappe jetzt noch was Neues? Nee, das hat er jetzt. Hä, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz, warum er jetzt den Absatz nicht erklärt, hier so und so. Ich habe einen Absatz gefunden. Okay, hier kommt man aber nicht weg, ne? Hier ist keine Tür, oder? Nee. So, wir haben einen Schuhabsatz. Oh, warte mal. Was ist das denn hier? Nachricht eines Bienenverschwörers. Angie, der alte Mann schien die Lage nicht mehr im Griff zu haben. Seinen Bienenstöcke wird der gute Honig weggenommen und seine Bienen nach der anderen geht ein. Ich glaube nicht, dass noch mit viel Honig zu rechnen ist, wenn wir beim Schwarm bleiben. Du verstehst, was ich meine. Wir treffen uns um 12 Uhr an den Docks. Wir ziehen das gemeinsam durch. Mhm. So, wir haben aber keinen weiteren Hinweis. Nur den hier, ne? This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. Uh-huh. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail.
Jemand war im Atrium. Ich habe einen abgebrochenen Absatz gefunden und damit sicher Spuren, denen ich folgen kann. Konzentrationsmodus. Das heißt Kratzer, ja? Aha. So. Ah, das leuchtet jetzt immer automatisch auf? Ah, okay. Na, schau mal einer an. Hä, hey, das ist voll cool. Ich mag das jetzt schon. Aha. Da ist der abgebrochene Schuh. Size 4 with a broken heel. Größe 4. Rose de Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Hmm. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Ja. Schuhe der Größe 4 von einem Dienstmädchen. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Will you find your princess? Alter, dieser John, ne? Teleport John. Nachricht eines Bienenbeschwörers. Achso, das haben wir ja gelesen. Fallmappe, lalalala. So, bei dem Schuh mit dem abgerundeten Absatz handelt es sich um die Schuhgröße 4. Das Modell ist Rose de Amour, welches Teil der vorgeschriebenen Aufmachung aller Dienstmädchen im Hotel ist. Die in Frage kommenden Frauen kann ihre Arbeit nicht mit einem abgebrochenen Absatz nachgehen und sie hat auch keine Zeit, ihn zu reparieren. Daher wird sie höchstwahrscheinlich ihren eigenen Schuh angezogen haben. Das heißt, ein Dienstmädchen mit unterschiedlichen Schuhen. Sie ist es schon mal nicht. Also ich hoffe, dass man jetzt danach gehen kann. Der abgebrochene Schuh. So, wo haben wir denn noch ein Dienstmädchen? Jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist auf jeden Fall keins. Das wird jetzt witzig. Wir können ja auch die Dienstmädchen befragen, wenn wir wollen, ne? Aber ich gehe jetzt erstmal auf eigene Faust los. Um zu gucken, ob ich noch ein Dienstmädchen finde. Ein weiteres. Oh, die Band ist weg. Aha. Oh. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Fragen wir sie doch mal. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the séance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Krass, dass wir die jetzt durch Zufall einfach gefunden haben. Ich bin Schriftsteller, Lügen. Ich muss ein Verbrechen aufklären. Oh, das ist jetzt schwierig. Ich lüge mal. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it now. Should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saleta. Something went wrong during the séance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Was haben Sie in dem Zimmer gesehen? Describe what happened during the séance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? Hmm. It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Haben Sie sonst noch was gesehen? And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? Mm-hmm. The medium, Mr. Galici. He was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it.
And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Seanzzimmer. Da müssen wir jetzt hin. Teleport John. Alter, dieser Teleport John, was ist das denn da? Ich glaube, wir wissen, wer es war. Auch wenn er das alles abstreitet. Aber ich habe, glaube ich, die Vermutung, dass es das Medium war. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. Interagiere mit dem Wirbelsymbol in der Spielwelt, um zu beginnen, und rekonstruiere dann den genauen Hergang in dem Fall. Musst du versuchen, die Seance-Teilnehmer richtig zu positionieren. Dann probieren wir das mal aus. Also. Achso, jetzt spielen wir Teleport, John. Das ist ja witzig. So, was können wir denn machen hier? Ja, nein, das ist falsch. Ja, das ist richtig. Nein. Wo saß denn der? Ja, das kommt hin, weil der... Oder? Nee, andersrum. Er saß hier, ne? Er saß, glaube ich, hier. Und der Stuhl... ist dann nach da... Ja, das kommt hin, weil der Stuhl da hinten liegt. Würde das, glaube ich, hinkommen. Sie hat dann quasi sie gesehen da hinten. Oh, ich mag sowas. Das ist voll geil. So, ich bestätige mal. Mal gucken, ob das richtig ist. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Okay. Amazing! It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Aber sie sind doch verheiratet, oder? Was macht das, oder? Oder sind die nicht verheiratet? Die Aussage des Dienstmädchens, das Dienstmädchen, lalala. Ja, okay. Das ist klar, das haben wir schon. Mögliche Diebin. Als der Geist erschien, brach Chaos aus. Lady Craven schrie und... Ja, doch, Craven. Die sind verheiratet. Und deutete vom Geist weg zum Fenster. Lord Craven und das Medium wurden davon abgelenkt. Offensichtlich war Lady Craven die letzte Person, die den Diamanten berührte. Ich sollte mich mit ihr darüber unterhalten. Der Hotelbedienstete mit der Seance-Zimmer teilte mir mit, dass die Cravens Zimmer 226 im Obergeschoss haben. Gedankenspiele. Diebstahl des Diamanten war der Seance. Der Diamant wurde während der Seance gestohlen. Lord Craven schlug das Medium. Bemerkte. Nein, das passt nicht. Das passt auch nicht, ist auch Quatsch. Okay, wir haben nur eine neue Schlussfolgerung gekriegt. Oder beziehungsweise neue Hinweise. Okay, dann gehen wir mal nach oben. 226 war es, glaube ich, jetzt, ne? Dann fitschen wir. Boah, das ist so cool. Aber das wird wahrscheinlich auch später noch komplizierter. Das ist jetzt erstmal so ein einfacher Tutorial-Fall. So, wo haben wir denn 226, sag mal? 225? Ist 226 dann hier?
Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Klatsch und Tratsch kann dich bei deinem aktuellen Fall aus der Sackgasse führen oder sogar zu einem neuen Fall helfen. Lady Craven, nutze da jede Gelegenheit, um Leute zu belauschen. Halte gedrückt, sobald du ein Ohrsymbol siehst und versuche, die relevanten Gesprächinhalte herauszufiltern. Auf welche Weise hat Lady Craven bei den Dienstmädchen Verdacht erregt? Preise steigen wieder? Verwerfen. Ach so, ich muss jetzt entscheiden. Viele Gäste diesen Sommer? Machte Ehemann betrunken. War falsch, glaube ich, ne, oder? Oh. Oh. Oh, man hat nur eine gewisse Zeit. Ach so, oha. Lady Craven is not who she seems. Ich probiere das nochmal. Remember her behavior in the hall? Ach krass. Sohn hat schlechten Umgang. Vielleicht. Viele Gäste diesen Sommer? Nein. Nein. Küchenchef steht essen. Preise sind wieder gestiegen? Nein. Mist. Verdammt. Was ist es denn? Oh Mann, ich will's wissen. Geht das nochmal? Lady Craven, ja. Gut, dass das nochmal geht. Okay, let's go. Verwerfen. Verwerfen? Wirkte angespannt. Preise sind wieder gestiegen. Ah, könnte sein, ne? Mann, dann ist ja doch Preise sind gestiegen. Vielleicht deswegen. Okay, wir haben es gleich. Okay, nein. Nein. Wirkte angespannt. Nein. Preise sind wieder gestiegen. Nein? Kann ich mit Fischmesser umgehen? Kann nicht mit Fisch was? Okay. Tratsch über Lady Craven. Ich hörte mir an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie wohl möglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihre Beobachtung zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatten zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Ach, krass. So. Mal gucken, in Teleport Johns Tagebuch ist wieder was Neues eingetragen. Gucken wir mal. So, das haben wir schon gelesen. Sein Tagebuch. Wo sind wir denn da? E. Ein Geist als Dieb? Was für ein einzigartiger Fall. Wer hätte gedacht, dass der Abend so aufregend werden würde? Sherry bekommt sogar die Wahrheit aus den Leuten heraus, wenn sie nicht mit ihm reden, wie ein Gedankenleser, nur etwas langweiliger. So. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. War Emma bei Ihnen? And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Wo ist das Medium gerade? Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Wohin sind Sie dann gegangen? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see.
And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. Was haben Sie als nächstes getan? So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. An hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Kann es sein, dass Teleport John gar nicht existiert, sondern nur in unseren Gedanken? Ich bin mir nicht sicher. Dann gucken wir doch mal. Würgemale. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Mit bloßen Händen. Hier ist bestimmt ein Hinweis drauf da. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Sonst noch ein Hinweis? Irgendwo ist noch ein Hinweis. Aber wo? Wo ist noch ein Hinweis? Verdammt, das ist gar nicht einfach. Puh, das ist echt schwer. Oder ist hier doch noch irgendwas drauf? Nee, ne? Nee, das hatten wir schon. This must be the missing diamond. Ja, ja. A tremendous specimen, now forever tainted. This must be the missing ja. diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Aber wo ist der letzte Hinweis? Strangled with bare hands, judging by the bruises. Ja. Augen vielleicht? Nee. Mund? Das Kissen? Nein. Achso, ich kann mich ja bewegen, ne? Oh, ich vergiss das immer. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. I think she stole the stone. It's certainly possible. But we won't get her confession now. Nee, Geständnis bekommen wir. There is a professional medium right next door. Gewöhnlich. Blutiges Messing. Remarkably simple lock. Primitives Schloss. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Lord Craven verriet mir auch, dass Luca Galici im Zimmer nebenan eingesperrt wurde und der Schlüssel an der Rezeption aufbewahrt wurde. Ah, ja. Miss Emmas Leiche. Miss Emma liegt tot in ihrem Bett und ihr Leichnam ist noch warm. Lord Craven steht schockiert und besorgt daneben. Die Blutergüsse an dem Hals offenbar, dass sie mit bloßen Händen erwürgt wurde. Auf dem Bett herrschte große Unordnung. Offensichtlich hat sie um ihr Leben gekämpft. Neben ihr liegt ein großer Diamant. Und Lord Craven hat bestätigt, dass es sich dabei um den während der Seance gestohlenen Edelstein handelt. Die Diamanten... Die Damenhandtasche der Toten befindet sich auf dem Bett und ihr Inhalt lag ausgeleert daneben, so als ob jemand etwas gesucht hätte. Die Tür zwischen den beiden Zimmern ist mit einem einfachen Schloss versehen. So, Gedankenspiele, können wir nochmal gucken? Was haben wir denn da? Der Diamant liegt neben Mrs. Emma. Das Schloss lässt sich leicht knacken. Slot Claven, den Diamant ins Gesicht. Emma wurde erwürgt. Das könnte passen, passt aber nicht. Der Mörder erwürgt Miss Emma mit bloßen Händen. Könnte sein, ist aber nicht.
Der Mörder ließ den Diamanten zurück, wer auch immer Mrs. Emma getötet hat, ließ den Diamanten neben ihr leblosen Körper zurück. Der Lord sah Mrs. Emma mit dem Diamanten. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Mrs. Emma bei dem Verstecken des Diamanten. Aber das wissen wir doch nicht, oder? Das wissen wir noch nicht, deswegen würde ich das erstmal noch lassen. Da können wir nämlich dann auswählen wahrscheinlich bei den Schlussfolgerungen. Ne? Genau, da können wir hier auswählen. Hier ist schon klar, ne? Augenzeuge, lalalala. Das ist irgendwie ganz geil. Ich mag das. Ich bin sehr gespannt. Okay, wir müssen den Schlüssel holen an der Rezeption. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet in einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Ja, Chapter 1 und unser erster Mordfall. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen in einer weiteren Folge. Und es bleibt spannend. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss.